Someone said this. Ein anonymer Autor hat etwas geschrieben, was ich sehr gut finde. Das, worauf man die Gedanken richtet, hat die Tendenz, im Leben Wirklichkeit zu werden. Wer glaubt, was er immer schon geglaubt hat, verhält sich auch so, wie er sich immer schon verhalten hat. Wer sich so verhält, wie er sich immer schon verhalten hat, bekommt auch nur das, was er immer schon bekommen hat. Wer sich andere Resultate im Leben oder bei der Arbeit wünscht, der muss sein Denken ändern. Wer von euch wünscht sich andere Resultate im Leben? Nun, die bekommt ihr nicht, wenn ihr nicht euer Denken ändert. Es ist erstaunlich, wie viel Macht unsere Gedanken haben. Wer glaubt, etwas nicht hinzubekommen, der bekommt es vermutlich auch nicht hin. So groß ist der Einfluss unserer Gedanken auf uns. Wir müssen glauben, dass wir es schaffen können. Ich bin allen Herausforderungen im Leben gewachsen, und zwar durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Wir können unmöglich unser Leben ändern, wenn wir nicht unser Denken ändern. Die meisten von uns sind passiv. Wir fassen unsere Gedanken nicht bewusst, sondern denken einfach über all das nach, was uns so durch den Kopf geht, ohne zu begreifen, dass Satan unsere Gedanken nutzt, um uns von unserer Lebensbestimmung abzuhalten, die Gott für uns hat. Wir dürfen nicht passiv sein und uns vom Feind den Kopf mit falschen Gedanken füllen lassen, ohne uns zur Wehr zu setzen. Deshalb lernen wir hier, Gedanken ganz bewusst zu fassen. Wer von euch hat sich in den letzten Tagen diesbezüglich zumindest ein bisschen gebessert, bewusst Gedanken zu fassen? Das ist damit gemeint, wenn in der Bibel steht, dass wir über Gottes Wort nachsinnen sollen, sich zu entscheiden, womit man sich gedanklich beschäftigen möchte, und es dann immer wieder zu tun, bis man es verinnerlicht hat. Lasst uns mal Josua Kapitel 1, Vers 8 nachschlagen. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Das heißt, unser Reden soll von dem geprägt sein, was Gott in der Bibel sagt. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach. Hier finden wir die beiden Prinzipien, um die es mir geht. Über das, was Gott sagt, nachzudenken und es dann auszusprechen. Es ganz bewusst gedanklich zu bewegen, es innerlich immer wieder durchzugehen und vor sich hin zu murmeln, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Gott sagt Josua also: Denke über das nach, was ich gesagt habe. Lass es ständig in deinem Munde sein, damit du es auch tun kannst. Wir werden nie das tun, was wir tun sollten, wenn wir nicht erst unsere Gedanken in die richtige Richtung lenken. Denn der Mensch geht den Weg, den die Gedanken vorgeben. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Seid nicht so töricht zu glauben, dass ihr das Leben, das ihr gerne hättet, einfach dadurch bekommt, dass ihr jeden Sonntag die Kirchenbank drückt und jemandem zuhört, der die Bibel lehrt. Ihr müsst schon euren Teil dazu beitragen, und das bedeutet, der Bibel erste Priorität einzuräumen. Lernt die Bibel zu lieben, lebt danach. Trefft eure Entscheidungen anhand biblischer Prinzipien. Wenn ihr über das, was Gott in der Bibel sagt, nachsinnt und es aussprecht, fangen die Dinge an, sich zu verändern. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann, was passiert dann, nachdem du darüber nachgedacht und es ausgesprochen hast, wirst du erfolgreich sein und einen weisen Umgang mit anderen Menschen pflegen. Lasst uns auch Psalm 1, die Verse 2 und 3 anschauen. Der allererste Psalm. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach, da er es sich zur Gewohnheit gemacht hat. Wir müssen neue Gewohnheiten entwickeln, oder? Denkt nicht einfach nur über das nach, was euch gerade so in den Sinn kommt, sondern wählt ganz bewusst aus, worüber ihr nachdenken wollt. Voller Freude tut ihr den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach, da er es sich zur Gewohnheit gemacht hat. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm.
Ihr könnt euer Leben verändern, indem ihr eure Gedanken durch das Wort Gottes verändern lasst. Eine weitere Bibelstelle ist in 2. Korinther 10, 4 und 5. Ich möchte einige dieser Bibelstellen mit euch durchgehen, bevor ich dann mit dem eigentlichen Vortrag beginne. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Gedankengebäude, das sind Bereiche in unserem Denken, wo Satan sich eingenistet und Mauern aufgebaut hat. Dadurch werden wir in diesem Bereich in die Irre geführt. Mit diesen Waffen, mit den geistlichen Waffen Gottes, zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente. Satan versucht, mit uns zu streiten. Er tischt Theorien auf. Er denkt sich Begründungen aus, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir, wer bezwingt? Wir bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Ihr dürft also nicht nur passiv dasitzen und alles denken, was euch in den Sinn kommt. Ich schaffe das nie, ich bin ein totaler Versager, ich bekomme nichts hin. Allen anderen geht es gut, nur mir nicht. Ich werde nie Geld haben. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen Geld habe, geht es sofort flöten. Ich werde nie ein Haus besitzen, ich werde nie mein eigenes Auto haben. Ich werde nie aus den Schulden herauskommen. Meine Kinder werden bestimmt anfangen, Drogen zu nehmen. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, es führt doch alles zu nichts. Die Wirtschaft geht den Bach runter. Ich habe solche Angst. Und dann geht man sonntags in die Kirche und möchte, dass Gott ein Wunder tut. Oh Gott, Gott, ich brauche ein Wunder. Ich habe viele Jahre selbst so gelebt, also weiß ich, wovon ich rede. Ändert eure Denkweise. Erneuert euren Sinn. Das gibt euch den nötigen Antrieb, Gott gehorsamer zu sein. Je mehr ihr Gott gehorcht, umso mehr verändern sich auch die Dinge in eurem Leben. Gott möchte sich um all unsere Bedürfnisse kümmern, mehr als ausreichend. Vielleicht habt ihr schon von dem sogenannten Wohlstandsevangelium gehört. Ich selbst bin teilweise als Wohlstandspredigerin abgestempelt worden, was albern ist, als sei Wohlstand das Einzige, worüber ich lehre. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber ich glaube schon, dass Gott möchte, dass es Menschen gut geht. Und ich verstehe nicht, wie man die Bibel lesen kann, ohne zu diesem Schluss zu kommen. Ehrlich, wie kann man die Bibel lesen und nicht glauben, dass Gott Menschen segnen möchte? Wer von euch hat Kinder? Möchtet ihr, dass es ihnen gut geht? Wer von euch möchte seinen Kindern nicht gern das geben, was er hat? Nun, wenn es uns schon so ergeht, wie viel mehr dann Gott? Wenn wir den Begriff Wohlstandsprediger für jemanden benutzen, dann aber nur für jemanden, der sich ausschließlich auf diesen Aspekt konzentriert und ihn aus dem Zusammenhang reißt. Ich glaube nicht, dass wir Geld lieben und auf Geld aus sein sollten. Ich glaube, dass wir Gott wichtiger nehmen sollten als alles andere. Und wenn wir das tun, gibt uns Gott das, womit wir richtig umgehen können. Ich möchte nicht mehr haben als das, womit ich richtig umgehen kann. Ich möchte definitiv nicht habgierig sein. Ich möchte das, was ich habe, nutzen, um Menschen überall auf der Welt zu helfen. Psalm 35, Vers 27 bringt diese Sache auf den Punkt und das sollte alle Zweifel begraben. Denen aber, die zu mir hielten, die meine gerechte Sache befürworten und Gefallen an meiner Rechtschaffenheit haben, schenke Freude, damit sie immer wieder sagen, groß ist der Herr, der seinem Diener mit Freuden zu Hilfe kommt und sich an seinem Wohlstand erfreut. Deswegen sage ich immer wieder, Gott macht es Freude, mir Erfolg zu schenken. Und ihr solltet das auch sagen. Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So ist es. Ich könnte hier eine vierteilige Vortragsreihe darüber halten, wie überreich Gott gibt. Die Bibel ist voll davon, dass es bei Gott Leben in Fülle gibt. Gott möchte, dass ihr habt, was ihr braucht. Er möchte, dass ihr auf dem Weg zu eurem Ziel glücklich seid. Aber er möchte nicht, dass ihr euch damit abfindet, dass eure legitimen Bedürfnisse nicht gedeckt sind. Und ihr es für ein besonderes Leiden haltet, das ihr für den Herrn ertragen müsst.
Gott möchte sich um eure Bedürfnisse kümmern. Er möchte, dass ihr eine gute Arbeit habt. Er möchte, dass ihr einen anständigen Platz zum Leben habt. Er möchte, dass ihr ein Auto habt, um dahin fahren zu können, wo ihr hin müsst. Dass ihr gute Freunde habt. Er möchte, dass es euch in geistlicher Hinsicht gut geht. Dass ihr Gott und seinen Charakter kennt. Gott möchte, dass es uns in jedem Lebensbereich gut geht. Geistlich, geistig, emotional, körperlich, finanziell und in unseren Beziehungen. Nur weil ihr noch nicht an diesem Ziel angekommen seid, heißt es nicht, dass ihr nicht darauf zusteuern solltet. Aber denkt an das, was ich gesagt habe. Seid da glücklich, wo ihr euch momentan befindet. Das gehört zum Fortschritte machen dazu. Auch wenn ihr nur gerade so viel habt, um über die Runden zu kommen, seid glücklich. Nur sagt nicht, ich werde das nie haben, ich werde jenes mir nie leisten können, nie werde ich Geld haben, ich werde aus meinen Schulden nie herauskommen. Da heißt es immer wieder zu sagen, Gott ist der Herr, der seinem Diener mit Freuden zu Hilfe kommt und sich an seinem Wohlstand erfreut. Ich will Tag und Nacht über das nachdenken, was Gott gesagt hat. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Er wird mir Gelingen schenken. Er wird aus meinem Leben etwas Gutes machen. Ich bete jeden Tag, dass Gott mir die richtigen Türen öffnet und mir die falschen verschließt. Gott ist mit mir. Sagt alle, Gott möchte mir Gutes schenken. Und ich nehme es gerne an. Okay, der nächste Power-Gedanke, über den ich sprechen möchte, ist Power-Gedanke Nummer 9. Das heißt, wir haben noch Nummer 9, 10, 11 und 12 vor uns. Einige kann ich relativ schnell abhaken. Ich strebe nach Frieden mit Gott, mir selbst und anderen Menschen. Das ist mir ganz wichtig, weil ich inzwischen an den Punkt gekommen bin, an dem ich das Leben nicht mehr lebenswert finde, wenn ich keinen Frieden haben kann. Frieden erlebt man nicht rein zufällig, man muss sich um Frieden bemühen. Um Frieden bemühen in 1. Petrus 3, Vers 11, wenn wir uns diesen Vers mal kurz anschauen können, steht, dass wir nach Frieden streben, nach Frieden verlangen und uns darum mit aller Kraft bemühen müssen. Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Bemüht euch mit anderen in Frieden, Harmonie, Ungestörtheit von Ängsten, aufrührenden Leidenschaften und moralischen Konflikten zu leben. Wünscht euch nicht nur eine friedliche Beziehung zu Gott, anderen Menschen und euch selbst zu haben, sondern jagt ihr nach. Er spricht hier von drei Arten von Beziehungen. Wir haben eine Beziehung zu Gott. Und wir müssen darauf achten, in Frieden mit ihm zu sein. Das ist nicht schwierig. Dazu muss man sein Leben rein von Sünde halten. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder verhält man sich gleich richtig, oder wenn man sich falsch verhält, gesteht man das schnell ein und bittet Gott um Vergebung. Man bereinigt die Sache und bewahrt auf diese Weise seinen Frieden mit Gott. Man wird nie Frieden mit Gott haben, wenn man ihm nicht gehorcht. Ganz gleich, wie sehr ihr versucht, euch vor dieser Wahrheit zu verstecken, ihr werdet keinen Frieden mit Gott erleben, wenn ihr tief in eurem Inneren wisst, dass ihr ihm nicht gehorcht. Ihr könnt da noch so viele Ausreden auftischen. Wenn ihr tief im Inneren wisst, dass ihr etwas tut, was ihr nicht tun solltet, werdet ihr keinen Frieden mit Gott haben. Amen. Ich weiß nicht, wie ich das noch besser ausdrücken soll, als ich es gerade ausgedrückt habe. Wenn wir in unserem Fehlverhalten verharren wollen, lassen sich immer Ausreden finden. Ach, alle anderen tun das doch auch. Gott kommt es nicht darauf an, was alle anderen machen. Er setzt sich ganz persönlich mit dir auseinander. Es kann sein, dass du Leute kennst, die bestimmte Dinge tun oder auch nur den Hauch eines schlechten Gewissens zu haben, Gott dich aber dieselben Dinge nicht tun lässt. Und das solltet ihr nicht in Frage stellen. Ihr müsst nur wissen, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Vielleicht habt ihr Gott gebeten, dass ihr euch bestimmte Ziele erreichen lässt, während andere ihn nicht darum gebeten haben. Und deshalb ist der Pfad, den ihr gehen müsst, auch etwas schmaler als der Pfad der anderen. Manche Menschen haben ein sensibleres Gewissen und reagieren schneller auf Korrektur. Das müssen wir so stehen lassen. Nur weil jemand anders etwas tut, heißt das nicht, dass du es auch tun kannst. Und. Ihr dürft andere nicht dafür verurteilen, dass sie bestimmte Dinge tun.
Was nämlich manchmal passiert, ist, dass Leute, die sich bemühen, nach den Maßstäben der Bibel zu leben, plötzlich denken, sie seien die Einzigen, die alles richtig machen. Und dann verurteilen sie andere, die nicht alles genauso machen wie sie. Lasst andere Leute in Ruhe, betet für sie und überlasst sie Gott. Achtet einfach darauf, dass ihr selbst tut, was ihr tun solltet. Alles andere wird sich schon regeln. Friede mit Gott. Der nächste Bereich, in dem ihr unbedingt Frieden haben müsst, ist der Friede mit euch selbst. Ich rede viel über dieses Thema und zwar, weil das ein riesiges Problem für mich gewesen ist. Ich glaube, dass es auch für viele andere Menschen ein riesiges Problem ist. Mir fiel es so schwer, mit anderen Menschen zurechtzukommen. Ich wollte Menschen so gern lieben können. Ich wollte freundlicher und liebevoller und geduldiger und nachsichtiger sein. Aber ich bekam das nicht hin, bis Gott mir schließlich deutlich machte, dass ich andere Menschen nicht lieben konnte, weil ich mich selbst nicht liebte. Man kann nicht weitergeben, was man selbst nicht hat. Deshalb betone ich diesen Punkt so sehr. Man muss eine gesunde Beziehung zu sich selbst haben. Ihr müsst eine gesunde Beziehung zu euch selbst haben. Und der Bibelvers, den ich euch eben gezeigt habe, beweist das. Lasst uns den noch einmal anschauen. 1. Petrus 3, Vers 11. Wünscht euch nicht nur passiv und träge, hält dich doch bloß Frieden. Nein, so bekommt man keinen Frieden. Ihr müsst den Frieden ins Auge fassen und ihm von ganzem Herzen nachjagen. Ihr müsst die Dinge in eurem Leben ausfindig machen, die euch euren Frieden rauben. Und dann müsst ihr sie aus eurem Leben streichen. Wünscht euch nicht nur eine friedliche Beziehung zu Gott, anderen Menschen und euch selbst zu haben. Drei unterschiedliche Beziehungen, drei Gebiete, in denen wir auf Frieden achten müssen. Also, lasst mich heute fragen, liebt ihr euch selbst? Einige von euch schon, aber ich kann euch garantieren, dass es hier mehr Menschen gibt, die sich nicht wirklich lieben. Mögt ihr euch? Habt ihr euch selbst akzeptiert? Seid ihr euch nicht nur eurer Stärken, sondern auch eurer Schwächen bewusst? Stört euch aber nicht sonderlich daran? Ich meine nicht, dass ihr fahrlässig mit Fehlverhalten umgehen sollt. Das meine ich überhaupt nicht. Aber einige unserer Schwächen haben nichts mit Sünde zu tun. Es sind einfach Bereiche, in denen wir gern anders wären. Wir wünschten, wir könnten etwas, was jemand anders gut kann. Dem anderen fällt es leicht, während wir uns damit abmühen. Meinem Mann fällt es viel leichter, locker und entspannt zu bleiben als mir. Ich muss mich wirklich anstrengen, um die Ruhe zu bewahren. Und? Es hat viele Situationen gegeben, in denen ich mir gewünscht habe, mehr wie mein Mann zu sein. Ich habe ihm gesagt, das muss super sein, sich nie Sorgen zu machen und sich noch nicht einmal bemühen zu müssen, sich keine Sorgen zu machen. Dave hat immer nur eine Lösung für alle Probleme. Wirf deine Sorgen auf Gott. Ich muss ihn gar nicht erst um Rat bitten, weil ich sowieso schon weiß, wie er lautet. Wirf deine Sorgen auf Gott. Und er hat ja recht. Aber mir fällt das viel schwerer als ihm. Kann man das eine Schwäche nennen? Weiß ich nicht, vielleicht. Er ist in dem Bereich stärker als ich, aber wisst ihr was? Ich bin so, wie ich bin. Du bist so, wie du bist. Ich muss daran einfach etwas mehr arbeiten. Es gibt Dinge, an denen Dave etwas mehr arbeiten muss. Du überraschst Gott nicht. Er hat dich nicht bekommen und irgendwann gesagt, oh nein, was habe ich mir denn da eingebrockt? In der Bibel steht, dass Gott dich erwählt hat, weil er dich liebt und dass er das Ende von Anfang an kennt. Er ist der, von dem alles abhängt. Jeder Tag deines Lebens ist in seinem Buch aufgeschrieben worden, noch bevor du überhaupt angefangen hast zu atmen. Gott kennt jedes Wort deines Mundes, das du noch nicht einmal ausgesprochen hast. Er kennt jede Entscheidung, die du treffen wirst, noch bevor du sie triffst. Und er sagt trotzdem, ich liebe dich bedingungslos. Ich werde dich nie aufgeben. Ich werde mit dir zusammenarbeiten, dich in meiner Hand halten und über dich wachen. Also, falls ihr noch kein Ja zu euch selbst gefunden habt, es ist an der Zeit, dies zu tun.
Ein Weg, wie ihr Frieden mit euch selbst schließen könnt, ist, keine Zeit mehr damit zu verschwenden, Dinge zu tun, die ihr nicht gut könnt. Es ist traurig, wie viele Leute 80% ihrer Energie dafür aufbringen, sich in Bereichen zu verbessern, in denen sie nicht besonders gut sind, statt 80% ihrer Energie auf die 2 oder 3 stärksten Begabungen zu verwenden, die sie haben, und in diesen Bereichen erstklassig zu werden. Ich kann gut reden, also rede ich. Ich bin ein Mund im Leib Christi und das übe ich auch fleißig. Friede mit Gott, Friede mit sich selbst, Friede mit anderen Menschen. Aber wie um alles in der Welt kann man mit anderen Menschen auskommen? Nun, erstens, man darf nicht erwarten, dass andere genauso sind wie wir. Das ist nämlich nicht der Fall. Es gibt einen guten Grund, warum wir alle so unterschiedlich sind. Teilweise schaut man sich eine Familie an und denkt, wie ist es möglich, dass diese beiden Kinder vom selben Ort gekommen sind? Sie sind das genaue Gegenteil voneinander. Man fragt sich, wo bist du denn hergekommen? Von einem anderen Planeten? Aber Gott gibt uns Menschen eben unterschiedliche Gaben. Er gibt uns unterschiedliche Temperamente, weil wir einander brauchen. Satan versucht, Streit zwischen uns zu stiften, weil er viel besser weiß als wir, was passiert, wenn wir lernen, in Einheit zu leben. Dazu müsst ihr nur mal das Buch der Apostelgeschichte lesen. Als die Kirche noch jung war und es keine Zeit für den ganzen Unsinn, die Uneinigkeit und Spaltungen gab, die später aufgekommen sind, wie viel Kraft die Kirche da hatte. Wunder passierten, Menschen standen von den Toten auf, Lahme gingen, Taube hörten, Blinde sahen. Tausende wurden der Glaubensgemeinschaft täglich hinzugefügt. Leute teilten ihre Habe, um anderen zu helfen. Aber wenn Menschen lange genug zusammen sind, kommt Uneinigkeit auf. Teilweise werde ich gebeten, bei bestimmten Initiativen mitzumachen. Und ich zögere, mich da einzuklinken, weil ich weiß, wie wunderbar es am Anfang sein kann. Doch dann muss irgendjemand die Leitung übernehmen und dann gibt es einen anderen, dem das nicht gefällt, was der Leiter tut. Und er versucht selbst, das Kommando zu übernehmen. Auf einmal gibt es 2 Lager, die gegeneinander wettern. Und ich denke nur, ich habe keine Zeit mehr für so etwas. Konzentriert euch auf das Positive an anderen, nicht auf das, was euch an ihnen nicht gefällt. Dann ist es auch viel leichter, in Frieden mit ihnen zu leben. Lernt, euch auf andere einzustellen. Ha, da läuft mir schon ein kalter Schauer über den Rücken, das nur zu sagen. Das erste Mal, als ich den Vers in der Bibel las, wo steht, dass sich eine Ehefrau ihrem Mann unterordnen soll, da dachte ich, das muss wohl ein Witz sein. Bitte sag mir, dass das nicht ernst gemeint ist. Ich musste lernen, dass nicht alles nach meinen Vorstellungen laufen musste und dass Gott teilweise sogar mit Absicht dafür sorgte, dass ich meinen Willen nicht bekam, um zu sehen, wie ich damit umgehen würde. Wie wir uns verhalten, wenn wir unter Druck stehen, jetzt hör zu, wie wir uns verhalten, wenn wir unter Druck stehen, zeigt, ob wir bereit sind für die nächste Stufe. Wie wir uns verhalten, wenn wir unter Druck stehen, nicht wie wir uns verhalten, wenn alles nach unseren Vorstellungen läuft, zeigt, ob wir wirklich so weit sind, das zu empfangen, worum wir Gott gebeten haben. Okay, lasst es mich noch ein letztes Mal versuchen. Wie wir uns verhalten, wenn wir unter Druck stehen, offenbart, wer wir wirklich sind. Es bringt das ans Licht, was sich in uns noch verändern muss. Das heißt nicht, dass ihr deprimiert sein müsst, wenn ihr euch unter Druck daneben benehmt. Vielmehr solltet ihr die Chance wahrnehmen, um zu sagen, super Gott, jetzt sehe ich, womit wir es zu tun haben. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Zumindest mache ich mir jetzt nichts mehr vor.
Ich bin sogar irgendwann so weit gekommen, Gott dafür zu danken. Danke, Gott, dass du mir das gezeigt hast. Jetzt bilde ich mir zumindest nichts mehr ein. Genau deshalb heißt es auch in Jakobus 1. Wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Es ist schon erstaunlich, wie viel Macht unser Gedankenleben hat. Wir sollten uns immer vor Augen führen, dass das, was wir denken, schließlich aus unserem Mund kommt und sich in unserer Einstellung und unserem Verhalten zeigt. Also sollten wir darauf achten, dass wir über Dinge nachdenken, die unser Leben bereichern, nicht über Dinge, die unser Leben berauben. Wir sind hier im regnerischen London und dieser Bus ist etwas ganz Besonderes. Er gehört zum Projekt Grünes Licht von Hand of Hope und der Hillsong-Gemeinde hier in London. Hier wird den Obdachlosen geholfen. Sie können zu diesem Bus kommen und werden kostenlos medizinisch behandelt. Danke, dass Sie uns hier in London und überall auf der Welt unterstützen. Hand of Hope hat wie Jesus ein Herz für die Armen, Kranken und Schwachen. Gemeinsam können wir jeden Tag Millionen Menschen von Gott erzählen und unseren Teil tun, um das Leid auf dieser Welt zu lindern. Machen Sie mit und verändern Sie mit uns das Leben dieser Menschen, Tag für Tag. Und jeden Tag ein Stückchen mehr. Zu einem guten Morgen gehört ein gutes Frühstück. Und die tägliche Andacht von Joyce. Frische Impulse und gute Gedanken, die Kraft geben für den Tag. Abonnieren Sie die Andacht kostenlos auf joyce-meyer.de/andacht oder auf Facebook. Fangen Sie den Tag gleich richtig an. Es lohnt sich. Sie sind nicht auf den Mund gefallen, tragen Ihr Herz auf der Zunge und machen sich damit nicht nur Freunde? Worte haben große Macht. Zu diesem Thema gibt es ein Buch von Joyce Meyer, Ich und meine große Klappe. Lernen Sie, Gutes auszusprechen oder sich auch mal auf die Zunge zu beißen. Bestellen Sie das Buch Ich und meine große Klappe im Internet unter joyce-meyer.de. Oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.